So, wir beschäftigen uns jetzt mit den Gestaltgesetzen oder auch Gestaltprinzipien. Wir wollen die kennenlernen und dann gleich besprechen, wo die in der HCI Anwendung finden und betrachten am Anfang mal dieses Bild zur Einführung. Was sehen wir hier? Wir sehen einen Baum und dann sehen wir links davon einen Tigerkopf mit zwei Beinen und rechts davon zwei Hinterfüße und einen Schwanz. Der könnte auch zu einem Tiger gehören. Ne? Warum wissen wir relativ schnell, dass wir hier Angst haben müssen? Wir wissen nämlich, dass das ein Tiger ist und der vier Beine hat und uns relativ schnell zu nahe rücken kann. Und das ist auch der Hintergrund der Gestaltgesetze. Gestaltgesetze oder Gestaltprinzipien kommen nämlich aus der Gestaltpsychologie oder Gestalttheorie. Und hier geht es darum, zu beschreiben, wie wir eigentlich unsere Umwelt verstehen, und zwar auf der Grundlage von Mustern und Ordnungen. Das heißt, wir haben visuelle Eindrücke und wir gruppieren die in unserem Gehirn und verstehen so, was uns umgibt und was wir eigentlich für eine Situation vor uns haben. Und die Gestalttheorie kommt aus dem frühen 20. Jahrhundert und Wertheimer hat die ersten 6 Gestaltprinzipien, die hat er damals Gestaltfaktoren genannt, entwickelt. Und die wurden dann in den 90ern nochmal erweitert und 3 weitere von Palmer. Genau, und um das Ganze nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir verstehen hier also unsere Umwelt und also das, was wir sehen, indem wir die Dinge als Ganzes, als Einheit betrachten und nicht als einzelne Informationen. So, das sind die 6 Gestaltprinzipien von Wertheimer und hier haben wir noch die 3 von Palmer und durch die gehen wir jetzt durch, eins nach dem anderen. Das erste ist das Gesetz der Nähe. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Gruppe von Objekten, die sind alle gleich weit voneinander entfernt. Von daher verstehen wir das als eine Einheit, als eine Gruppe. Wenn wir die Nähe auflösen und hier quasi Distanzen zwischen Gruppen schaffen, dann sehen wir hier auf einmal 3 Gruppierungen, also 3 Objekte. Ein anderes Gestaltgesetz redet von Ähnlichkeit. Das heißt, wir haben hier wieder dieses Muster von den 6x6 Kreisen und wir verstehen Dinge als gemeinsam, die sich ähnlich sehen. Also hier sehen sich alle ähnlich, von daher haben wir hier eine Gruppe. Wenn wir aber jede zweite Reihe einfärben, dann sehen wir auf einmal das Ganze nicht mehr als ein vielleicht Quadrat oder Rechteck oder eine Gruppe, sondern wir sehen jetzt hier auf einmal Zeilen und haben jetzt hier einfach mehrere verschiedene Gruppen, die sich in diesen horizontalen Reihen äußern. In den Interfaces werden die Gestaltgesetze angewendet, damit wir einfach schnell wissen, wie wir zum Beispiel mit Interfaces und Software umgehen. Das heißt, in so einer ganz normalen Tastatur haben wir sowohl das Gesetz der Nähe als auch das Gesetz der Ähnlichkeit angewendet. Schaut euch doch mal die Tastatur an. Also das Gesetz der Nähe, das erste, wo haben wir das? Wir haben hier Gruppierung, also manche Tasten sind näher zusammen und manche bilden so extra Gruppen. Zum Beispiel das Nummernpad, das bildet so eine extra Gruppe. Hier haben wir eine Gruppe an Funktionalitäten, die semantisch zusammenpasst, die logisch zusammenpasst und die haben wir woanders hingepackt. Dann haben wir die Pfeile als eine Gruppe, die passen halt auch zusammen von ihrer Logik, von dem, was sie können und wir haben die separiert. Dann finden wir die nämlich viel schneller, wir finden die auch blind und die liegen beieinander. Das heißt, wir müssen mit der Hand nicht so große Distanzen vorführen. Und die Buchstaben zum Beispiel sind auch alle beieinander und jetzt kommen wir zu dem Prinzip der Ähnlichkeit. Die Buchstaben und auch die Zahlen über den Buchstaben haben alle eine Form und wir haben aber Tasten, zum Beispiel Enter oder die Backspace und die Leertaste, die andere Form haben. Das heißt, hier haben wir ein Highlighten von speziellen Tasten, die spezielle Funktionalitäten haben, die wir dann auch wiederum ganz einfach auf den ersten Blick finden. Und so
effizient mit Tastaturen umgehen können und so schnell quasi schreiben können, schneller als wir manchmal denken. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Einfachheit oder der guten Form oder der Prägnanz. Prägnanz finden wir auch in englischen Texten, so wie wir Gestalt auch in englischen Texten finden. Das heißt, das kommt öfter mal vor, dass deutsche Wörter, wenn Dinge im Deutschen erfunden wurden, entwickelt wurden, nicht übersetzt werden. Und Gestalt findet man im Englischen, ist halt ein Wort, was sich A gut aussprechen lässt für jemanden, der Englisch Muttersprachler oder Muttersprachlerin ist, und es unterscheidet sich von Design. Und von daher redet man einfach von Gestalt Law oder Gestalt Principle. Genau. Aber nun zur guten Form. Das Beispiel, was wir hier sehen, entspricht nicht der guten Form, und das wird, also das heißt, das ist für uns nicht einfach verständlich. Und es wird klar, was ich damit meine, wenn ich das Beispiel einmal ein bisschen verändere. Das heißt, hier bedeutet gute Form, dass das, was wir hier sehen, so einfach wie möglich gedacht ist. Das heißt, wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite drei Kreise und auf denen drauf liegt ein weißes Dreieck. Das heißt, wir sehen nicht drei Kreise, die so einen Ausschnitt ausgeschnitten haben, sondern wir denken nicht um die Ecke und denken ja nicht, also ein Kreis ist normalerweise ein Kreis und es kommt nicht so häufig vor, dass der irgendwie ausgeschnitten ist. Dreiecke gibt es auch, von daher sehen wir hier der Einfachheit halber drei Kreise und ein Dreieck. Wo findet das seine Anwendung? Zum Beispiel bei Logos. Das heißt, das ist auch ein oft zitiertes Beispiel für gute Form. Wir haben hier das Logo der Olympischen Spiele. Und wenn wir jetzt nochmal anfangen zu überlegen, wie wir das, was wir hier sehen, interpretieren, wenn wir quasi zu kompliziert denken, also nicht im Sinne einer guten Form, dann könnten wir ja annehmen, dass wir hier vier so eine fischähnlichen Symbole sehen und dann noch fünf so eine Kreise, wo was rausgebissen ist. Das ist aber wiederum zu kompliziert, zu sehr um die Ecke gedacht, und das, was wir hier eigentlich sehen, wenn wir dieses Logo sehen, sind einfach fünf Kreise mit einer gewissen Überlappung. Das heißt, unser Gehirn ist eher gewohnt, dass Dinge komplett sind, heil, intakt und kennt Verdeckung. Wir haben ständig Verdeckung, meine Hände verdecken sich. Ich verdecke jetzt den Hintergrund, also den Slide, die Slides. Das heißt, wir verstehen Verdeckung und wir finden das normal. So, bei Verdeckung, das ist miteinander verwandt, die Fortsetzung, also die Kontinuität haben wir halt auch durch die Verdeckung. Das heißt, wenn sich Dinge überlagern, dann gehen wir einfach davon aus, dass das, was wir nicht sehen, weitergeführt wird. Und das entspricht dem Beispiel vom Anfang. Das heißt, hier sehen wir durch den Baum halt einen Teil dieses Tieres nicht, und wir gehen aber einfach davon aus, ohne es zu wissen, dass sich die Rückenlinie hinter dem Baum fortsetzt, genauso wie die Bauchlinie, und wir jetzt hier ein Tier haben. Genau, wo findet das Anwendung in der HCI? Das findet nämlich zum Beispiel bei unseren grafischen Interfaces Anwendung. Das heißt, wir können hier mehrere Fenster, mehrere Anwendungen übereinander haben, und dadurch, dass wir wissen, wie so ein Fenster aussieht, wissen wir auch, was sich hinter einem anderen verbirgt. Wir wissen von wo bis wo die Dimensionen zum Beispiel dieser Photoshop-Anwendung sind und haben nicht. Kommen gar nicht auf den Gedanken, dass es hier vielleicht eine Abweichung von dieser rechteckigen Form geben könnte. Genau, das Gesetz der Geschlossenheit. Das sagt einfach, dass wenn Linien zum Teil nicht durchgezeichnet sind, dann zeichnen wir die in unserem Sinn weiter. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Objekte geschlossen sind. Warum gehen wir davon aus? Weil wir das auch wiederum aus unserer Wahrnehmung kennen. Wir müssen uns darauf besinnen, dass wir hier, dass die Gestaltgesetze kommen aus der Gestaltpsychologie. Das heißt, hier werden Erklärungsmuster versucht zu skizzieren, die helfen sollen zu verstehen, warum wir unsere Umwelt so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Und wir kennen das, dass Linien sich nicht immer fortzeichnen. Das heißt,
Hier sehen wir jetzt, dass die linken Gläser zum Beispiel gar nicht mehr so deutlich sind, weil die überblendet sind. Das Gegenlicht und Glas ist halt durchsichtig. Das heißt, wir sehen die gar nicht im Detail, aber in Gedanken gehen wir davon aus, zu wissen, wie dieses Glas aussieht und können es quasi kognitiv nachzeichnen. Also in unserem Gehirn sehen wir einfach vollständige und heile Gläser, auch wenn die visuell für uns nicht sichtbar sind. Und das andere oder das gleiche Beispiel haben wir auch bei Schatten. Wenn wir zum Beispiel mit einem Freund irgendwo stehen und sich unsere Schatten überlagern, dann wissen wir, dass da zwei Leute stehen, auch wenn die Schatten sich überlagern und verschmelzen. Das heißt, wir wissen, wir gehen ja auch von einer vollständigen Form aus und sehen halt hier diesen runden Kreis von diesem Basketball. Und wir sehen halt hier dieses geknickte Bein dieses Mannes und hier unten die Finger, die in Fortsetzung seines Armes sind und können hier die Zugehörigkeit der Schatten irgendwie zuordnen und können die Schatten im Sinn voneinander diskriminieren, also auseinanderrechnen. Das kann uns zum Beispiel helfen beim Skizzieren. Also hier bei dieser Skizze sehen wir, die Wange ist nicht vollständig durchgeführt. Das heißt, hier gehen wir davon aus, dass die Lichtquelle nämlich rechts oben ist und von daher die Wange auch überbelichtet ist. Und generell, wenn ihr skizziert, wenn ihr Interface-Ideen skizziert oder Storyboards, dann ist es überhaupt nicht notwendig, Dinge genau zu zeichnen. Die Andeutung reicht uns, zu verstehen, was gemeint ist. Come in Fate übersetzt man mit gemeinsamem Schicksal. Und hier geht es um die gleiche Richtung von Bewegung von verschiedenen Elementen. Also hier angedeutet sieht man zwei Schwärme. Der eine fliegt nach links, der andere nach rechts. Und von daher gibt es ja eine Zugehörigkeit zum Schwarm. Beispiel. Wo die Bewegungen am größten sind. Das heißt, wir haben ja zwei Dimensionen. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass wir aufgrund dieser parallelen und gleichzeitigen Bewegung intuitiv wussten, dass dies eine Person ist, ein Gesicht mit zwei Händen. Und technisch macht man sich das zunutze in Optical Flow und guckt, welche Pixel verändern sich denn hier gleichgerichtet und die kann man dann auch wiederum gruppieren oder sieht halt hier Veränderungen im Bild. Das nutzen wir zum Beispiel, wird bei After Effects genutzt, um Bild auszugleichen. Es wird bei der Gestenerkennung genutzt und so weiter. Die gemeinsame Region oder die gemeinsame Fläche. Das ist das Beispiel von der Nähe. Das heißt, wir haben jetzt hier links einen größeren Block, der als Gruppe zusammengehört und dann weiter rechts drei, die verdecke ich zum Teil, drei Blöcke, wo wir halt Zweierlinien haben, Zweierreihen. Wir können jetzt aber hier Gruppierung schaffen durch eine gemeinsame Fläche. Das heißt, wir können jetzt sogar Gruppen verbinden oder aber auch in einer Gruppe Untergruppen herstellen, indem wir die Fläche, also wie eine Region, wie einen Zaun drumherum ziehen. Und das findet sehr oft Anwendung und zwar in Software, die eine hohe Komplexität hat, weil uns das erlaubt, Funktionalitäten so zu gruppieren und so kenntlich zu machen, dass wir die schnell finden und die Benutzung einfacher wird, intuitiver wird. Also hier haben wir auf einer Fläche zum Beispiel das Submenü von der Schrift oder wir haben jetzt weiter links im Bild die Fenster, wo wir halt Funktionen haben, die die Ebenen betreffen oder das Protokoll etc. Das heißt, hier haben wir eine räumliche Anordnung von Dingen, die zusammengehören. Dann die Gleichzeitigkeit. Hier geht es wieder um Bewegung. Das heißt, wir sehen jetzt hier ein Auto und es bewegt sich, alle Elemente bewegen sich gleichzeitig, von daher sehen wir dann ein fahrendes Auto. Wie sieht das aus, wenn die sich nicht gleichzeitig bewegen? Dann sehen wir nämlich kein fahrendes Auto, weil die Objekte dann auf einmal die Teilobjekte, die Zugehörigkeit zueinander verlieren und wir dann
auf einmal nur noch die Formen sehen, so wie sie jetzt auch übrig geblieben sind. Das funktioniert nicht nur für Objekte, sondern auch für verschiedene Objekte. Das zeichnet deren Zugehörigkeit aus. Das heißt, eben haben wir zwei Pferde gesehen, die irgendwie nichts miteinander zu tun hatten oder nichts miteinander zu tun haben wollten. Und jetzt sehen wir quasi zwei Pferde, die diesen Weg gemeinsam gehen und haben halt hier theoretisch auch ein Empfinden von sowas wie sozialer Zugehörigkeit. Wir haben ein Verständnis von Herde, wir haben ein Verständnis von parallelen Bewegungen. Und dann das letzte Gestaltgesetz, die Verbindung. Wir nehmen jetzt wieder hier unsere Anordnung von Kreisen und wenn wir Linien hinzufügen, dann haben wir das Gefühl, dass manche Kreise hier eine Verbindung eingegangen sind und zueinander gehören. Und das findet Anwendung auch wieder bei Software und auch in der Programmierung, nämlich bei der Node-basierten Programmierung. Das heißt, hier haben wir Objekte, Klassen etc. grafisch dargestellt und wir können hier über Linien diesen Klassen Funktionen geben oder diesen Instanzen der Klassen Funktionen geben. Wir können den Parameter also zuordnen. Das heißt, wir können hier eine Verbindung herstellen und aber auch eine Chronologie. So, das waren die neuen Gestaltgesetze und Beispiele für deren Anwendung.